Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Kevin. Ja, wir stehen hier immer noch vor der Kirche. Ich will jetzt kurz schnell mal die Beichte für uns abnehmen, lassen, tun, sollen. Ja, also, Munition ist nachgeladen. Okay, jetzt ist er nachgeladen. So, da hinten habe ich schon ihn gesehen. Na? Machst du einen Hüpfer? Soll ich dir helfen? Ich bin ja nett. Siehst du? So, wo ist denn der jetzt? Hallo, ich bin hier. Ich bin doch da. So, Punkt. Punkt, Komma, Strich. Hier ist das Kabinengesicht oder so. Ey, Spiel, jetzt nicht ruckeln. Das ist uncool. So, hier war ja nichts versteckt. Na denn, wa? Hallo. Ich pack mal den großen Ballermann aus. Kann ich mehr Schaden anrichten. So, hier nicht durchrennen, weil sonst geht das eine Etage tiefer und das will ich noch nicht. Hallo. Haha. Ich wusste das. Deswegen habe ich das vermieden. Ja, ja. Moins. Ich bin hier. Ignorieren ist unfair. Du bist eigentlich auch so hier. Oh, oh. Immer in der Wampe. Hallo. Also, jetzt ist aber gut. Ja, das mit den Ausdauern, ich weiß das auch noch nicht. Also, wie gesagt, das gefällt mir nicht so ganz, aber das lässt sich auch nicht vermeiden. Und ich weiß jetzt auch nicht, warum das ruckelt. Das ist mir total schleierhaft. Hallo. Das war doch noch nie alles. So, Water? Hier sind ich wollte gerade sagen, hier sind lauter Regale, aber keine Bücher. Na gut, wird zwar kein Hauptgewinn sein, weil wir das meiste schon haben, aber vielleicht haben wir ja Glück. Es wäre da durchaus möglich. Seht ihr? Und schon Glück gehabt. Es hat sich schon gelohnt. So, hier ist nichts. Gut, die Tastatur, die klackert mir jetzt. Also, ich fand das vorher noch cool. Jetzt geht es mir auf den Sack. Ich schicke die Villa zurück. Die gefällt mir nicht. Nee, nee. Alles gut. Da siehst du, da ist doch noch was. Da geht doch noch was. So. Ich glaube, hier haben wir alle fertig. Was ist denn hier hinter? Ich kick mal nach. Ich nehme mal ein anderes Werkzeug. Ich nehme mal ein anderes Werkzeug. Ich hasse das. Hallo? Ach, hier ist die Treppe. Aber sonst ist hier nichts, wa? Hallo? So, und ich gehe mal davon aus, dass, wir sind hier unten und der Zeug ist da oben. Hundertprozentig. Also, 200-prozentig. Also... Mit ein paar Nullen vorne dran. Mhm. Oh ja. Kommen Sie? So, Sie auch? Oh, ein Firalo. Was macht er? Er fällt rein. Ja, zu mir. Da, wo das herkommt, gibt es noch viele mehr. Ich bin heute in Geberlaune. Hä? Zombie? Also rein theoretisch müsste hier irgendwo sein. Also wir sind schon mal richtig. Ich schieße mal kurz in die Knie. Wie ist mal danach? Du lebst ja noch. Also. Das ist falsch. Er lebt ja nicht. Er ist ja schon tot. Es ist ein Untoter. Mhm, mhm, mhm.
Gut, hier ist aber nichts. Schnicke looten. Na gut, ist jetzt nicht der Bringer. Aber ich bin doch hier unten ja nicht durch. Ich gehe nochmal zurück. Hier ist ja auch noch was. Ich lasse auch hier kein Loot liegen. Vor allen Dingen, dann muss ich nochmal hier zurücklaufen und dann, ja. Dann stehst du da, wie du da stehst, wenn du da stehst. Siehst du? Die Tasche hätte ich so nie gefunden. Munition. Noch eine Tasche. Naja. Es ist nicht viel. Das ist so ja nichts, aber ich hab das schon mal. Ist doch auch schon mal was. So, das ist eigentlich bloß Attrappe. Das gibt ja kein Messing, ne? Genau, aber es gibt eine Kerze. Ein Licht ist aufgegangen. Oder so. Gut, na, dann nehmen wir mal nach oben. Hallo? Ich lade mal schnell nach. Ich weiß ein bisschen spät, aber lieber zu spät als... Ja, nicht. Als ein Spucker. Da war einer. Ist er ja nicht tot. Er spielt bloß tot. Was für ein Simulant. Munition. Das ist gut. Ich gehe nämlich davon aus, dass ich nur ein, zwei Stück brauche. Ihr brauchen könnte. Was? Wo? Uiuiui. Wo kommen die denn her? Aus der Kirche, Kabin. Aus der Kirche. Alter, hier ist ja voll der Durchgang. Also, hier wirst du ja durchgereicht. Ganz schöner Besuch. Ui, ui, ui. Exakt, der Kirsch ist tot. Jetzt sieht schon mal, ich wollte gerade sagen, schön aus, aber das wäre jetzt falsch. So. Das ist die Tasche, die wir schon hatten. Ach du Kacke, dann ist ja da oben auch noch Parkour, ne? Ich glaube, da oben ist auch noch Parkour. Ist genau das Richtige für mich? Kleinen Moment. Nase schnüpfeln. Naja. Muss ich noch ein bisschen durch. Aber es ist, wie gesagt, hallo. Es ist hallo. Ist hier noch ein Hallo? Sonst krieg ich Hallos. Also hier waren wir schon drinne. Nee, hier waren wir nicht drinne. Hier müssen wir hin. Was? Wo? Links, rechts, geradeaus. Der fährt doch gleich runter, oder? Der ist über uns. Der Kacker. Da. Der wollte kotzen. Nicht in der Kirche. Bist du jetzt tot? Ich guck mal, ja. Die Zombies regnen tief. Einer ist noch. Einer ist noch. Einer ist noch rein. Geht noch rein, heißt das eigentlich. Wo ist denn der? Der ist da. Kommst du da bitte runter? Hallo. Und tschüss. Bis ganz nach unten. Das geht auf der Kniescheibe. So, da ist auch noch ein Zombie. Da. Da und da. Mhm. Und ich glaube, wir sind schon mindestens 20 Mal an dem Paket vorbeigelaufen. Ach du Scheiße. Ich sehe rote Punkte. Und diesen... Alter, die sind alle unter uns, wa? Einer bewegt sich schon mal. Moins. Na, Mutschen.
So, ich glaube mal, jetzt kommt der Rest hoch. Von ganz alleine. Ich gehe mal so weit nach hinten wie geht. Immer mit einem Arsch an der Wand. Da kommt die Traube. Alle, kein Problem. Lösung nach Kabins Art. Funktioniert meistens. Da fehlen doch noch welche. Das war nicht alles. So. Hätte ich mal gleich machen sollen. Weg mit rüber ist immer eine gute Lösung. Gewalt ist keine Lösung. Sondern hat ein Team. Mhm. So. Gut. Was? Ich glaube, wir haben eine Schreithose wieder mal. Mann. So, ja, Mädel, bleib mal ganz ruhig. Alle ganz hier schild bleiben. Bleib mal hier schild, mein Dick. Ich werde mal kurz reparieren. Ich hab so das Gefühl, das könnte bald ganz gut sein. Oh, Alter! Dich habe ich nie gesehen. Hat die jetzt geschrien? Ich glaube nicht. Ich glaube doch. Ja, nee, ist klar. Da hat sich gerade einer auf durchgeklappt. Ja, die nächste. Müssen die denn alle kaputt machen? Alle mit Gewalt? Oh, Alter, schon wieder! Wie denn? Wo denn? Warum? Ja, toll. Achso, die sind von da unten, ne? Lobig. Ich bin mir nie so sicher. Es könnte sein, dass wir gleich was zu tun bekommen. Hab ich denn hier noch Munition mit bei? Eigentlich nicht, aber... Mir wird ja wieder keine Wahl gelassen. Was denn nun? Die ist aber schnell. Ich steh mal hin, Mädel. Das war aber nicht das Einzige. Ich geh mal gleich hoch. Also ich versuche es. So, dann werden wir uns mal kurz hier durchfräsen. Und ich hab so das Gefühl, dass wir gleich nochmal... Oder auch nicht. Wahrscheinlich nicht. So, jetzt sind wir hier oben. Da geht das auch noch hoch. Das ist ja ein gut so. Was für eine Aussicht. Ist das nicht schön? Hier noch Aussicht. So, also ich weiß, dass jetzt die Piepsis kommen. Das weiß ich, weil, hatten wir schon mal. Ich mach mal hier Sneaky Peaky, da ist Ena. So, da sind die anderen. Uiui. Ich hab's so ja geschafft, die zu kriegen, bevor sie uns kriegen. Der dürfte aber alle gewesen sein, wa? So, jetzt kommt das Schwierige. Oh, Alter, das ist überhaupt nicht schön. Hallo! Was denn nun? Seht ihr das? Ich komme nicht weiter. Ich wollte gerade sagen, ich kann doch hier nicht springen. Doch, tu it, Kabin. Tu it. Entschuldigung, wegen der dir Klacke, wie ihr sagt. Scheiß neue Tastatur. Halte ich auch jetzt für eine schlechte Idee. So. So, jetzt muss ich darüber springen. So, und die nächsten Folgen werden wir hier oben bleiben. Ich gehe da nie mehr runter. Ich will nie. Ist aber schön. So, jetzt müssen wir bloß noch ein Paket finden. Also, wie ihr habt. Und die Kirsche ist ja nicht so groß. Sag mal, kann das sein, dass sie irgendwo... Da... Nee, das ist ein Auto. Ich wollte gerade sagen, da liegt ein Paket. Hey, ein Bohrer.
So, jetzt bitte eine blaue Knarre oder eine rot, eine lila, eine orange, wollte ich gerade sagen. Nie Kabin. Aufwärts, nicht abwärts. Also, das Gebiet ist schon mal gesäubert. Also, ich muss jetzt wirklich bloß noch die Kiste finden. Diesmal ist es andersrum. Ja, ist gut, wir kennen das. Schön. So, was kriegt denn? Könnte brechen. So, na gut, dann nehmen wir ihm halt wieder runter. Ist doch alles ja kein Problem. Ich mach das doch. Flupp. So, jetzt das Problem ist aber hier rüber. Huiuiui. So, das Paket soll da drüben sein. Irgendwo. Kann es sein, dass er dahinter ist? Eventuell. Und ja, ich weiß, ich könnte den Pieps hier auseinandernehmen, habe ich aber jetzt keinen Böcke drauf. In meinen Inventar. Oh, ja, ja. Ich meine, in meinen Inventar kommen bloß wichtige Zeug drin. Entschuldigung. Ich glaube. Sag jetzt nicht, dass da vorsprungmäßig drauf. Weil der wird ja hier so an. Zeigt, ich geh, nee, ich will da nicht runter. Ich will da nicht runter. Nein. Fuße. Ich meine, ja, kein Problem. Also, ich bin ja höhenmäßig geproved. Also, da kenne ich ja nichts. Alter, ich bin drinne. Ich bleib hier. Autsch. Hä? Achso, ich habe mir bestimmt mit den Hintern dran geschuppert. So. Ja, hier rum. Und dann Richtung. Hä? Hm. Ist das jetzt über uns oder ist das jetzt unter uns? Aber da kann doch ja nicht sein. Ich kicke aber trotzdem nochmal nach. Nö, hier kann nicht sein. Aber jetzt haltet hier an. Sag jetzt nicht, das ist. Das würde bedeuten, dass es unten drin ist. Weil über uns kann es nicht sein, also ist es unten. Im Keller. Ich muss in den Keller. Naja, der liegt dann nochmal runter. Ist ja nie so schlimm. Ist nie möglich. Kann nie sein. Aber geil werdet. Steht das hier vorne. Das wäre auch ein Ding. Du bist hier die ganze Zeit an die Bude auseinander pflücken. Und das steht draußen vor dem Eingang. Das wäre krass. Gut, also das ist unter uns. Eindeutig unter uns. Gut, dann geht nochmal nach unten. Ich geh nochmal nach unten. Also ich versuche es. Gut, ich geh mal hier durch die Tür durch. Ja, nee, ist klar. Wir kriegen nochmal Besuch. Was für ein Loch. Gut, also. Uiuiuiuiui. Ich glaube, wir sind auf dem guten Weg. Irgendwo hier. Ich sehe es nicht kommen. Also noch weiter runter geht es nicht.
Schatzsuche. Ich sage euch, beste was geht. Sie sind dann noch irgendwann versteckt? Ich glaube nicht, ne? Einfach mal die Klappe halten. Ja, ja. Aber ich hab's früher als sonst gefunden. Nicht wahr? So, ab zum Händler. Alter, und wehe, das hat sich nie gelohnt, Alter. Denn ist Schicht im Schacht. Aber erst muss ich heraus hin. Um Schicht zu machen. Gibt das hier nicht irgendwie so einen Schnellausgang? Doch, hier. Naja, ich hab ja BP mit bei. Mach den Weg frei. Alles kein Problem. Also rein theoretisch müsste ich hier rausgehen. Wenn nicht, dann geht gleich raus. So, da ist schon mal die Mauer. Bitte ist die Mauer. Ich bin hier raus. Das ist nicht so original. Ja, ist doch gut. Lass uns Ruhe. In Ruhe. Achso, das hier nach unten? Ich hätte jetzt gedacht, dass das hier nach oben geht. Gut, habe ich mich getäuscht. Ich musste mal gucken. So. Gut, dann nehmen wir halt jetzt den ganz normalen Weg raus. Spiel, wenn du so willst. Dann machen wir das. Alles, was du willst. Mann, Mann, Mann. Ich habe jetzt gedacht, ich kann mich jetzt da durchbohren. So in der, so schnell, wisst ihr? Schneller als sonst. Die springen jetzt hier hin und ich springe raus. Okay. Ihr könnt mich mal... Ha. So. Gyrokopter, Gyre. Na? Oh, 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 oh. C, 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 Cleaner. So. Ab jeder der Peter. Oder der Kabin. War ja einfach. Ich staune, ich musste diesmal ja die Schnellfunktion, also Vorspulfunktion nutzen. Es wäre jetzt auch geil, wenn wir jetzt was vernünftig kriegen. Also, halten wir fest. Also, wir haben jetzt eine Quest gemacht. Wir haben nicht die Halterung für die Pendels gefunden. Ist aber nicht das Problem. Also, denn eben halt nächstes Mal. Oder darauf, oder darauf. Wie ist nie wann. Aber irgendwann werden wir die schon bekommen. Da bin ich ganz guter Hoffnung. Also... Ja, was anderes bleibt mir ja auch nicht anderes übrig. Also, wie heißt das immer so schön? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Oder der Kabin. Ja. Und wenn ich so auf meinen Sprit schaue, könnte das schneller sein, als ich denke. Ich glaube, ich sollte mal schnell hier runter. Beim Händler muss ich ja so oder so runter. Und dann sollte ich das Tanken nicht vergessen. So, ich lande bei denen direkt auf dem Dachhof. Oder vor dem Dach. Und? Naja. Wie ein Stehaufmännchen, wa? Krass. Alles, ja, kein Problem. Hätte ich eigentlich auch runterspringen können. Wäre auf das selber, glaube ich, rausgekommen. Nee, ich glaube, dann kriegst du mehr Schaden. So, warte mal, ich tanke mal kurz. Weil ich kenne mich doch. Ich vergesse das doch. Also, es hat nicht funktioniert. Sieht jetzt hier richtig in die da lang. So, naja, vielleicht, der ist ja unhöflich, aber vielleicht gibt er guten Stuff. Guten Stuff. Klappe zu, Affe tot. Was für ein blödes Sprichwort. Moins. Do, ich such was. Das hattest du nie gehabt. Wäre schön, wenn du mir jetzt das schenken tust, weil ich für dich eine Quest gemacht habe. Dann brauche ich wenigstens nicht mehr suchen.
We got ourselves a real-life hero, and now he wants to be paid. Ich habe mir gedacht, aber ich kriege wenigstens ein Rezept. Und dann nehme ich noch Antibiotika? Nehme ich Antibiotika? Der Rest ist eigentlich Schmu. Ich glaube, das ist ganz gut. Also, das Beste, was ich da rausschlagen konnte. Eieiei. Gut, jetzt verkaufe ich ihm die ganze Schose. Villa. Und fülle schon mal so unser... Ja. Nee, das nicht verkaufen. Das hast du ja gerade gekriegt und das hast du noch nicht. Naja, so können wir wenigstens unsere Kasse ein bisschen aufwerten. Die hat ja letztes Mal ein bisschen gelitten. Gut, eigentlich davon habe ich eigentlich auch genug. Das kann eigentlich weg. So, das kann weg. 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 Am wächesten. Ja, ist jetzt nicht so, aber geht schon. No refunds. Deal's done. Now beat it, fucker. Nicht normal, Junge. Kann doch nicht wahr sein. Ich gebe meine guten Spiel-Casino-Token bei ihm aus. So kommen wir nicht in die Geschäft, Freundchen. So nicht. So, ich suche mir neuen Partner. Neuen Partner. Ich würde mal sagen, wir haben ja noch zu Hause ein bisschen was zu bauen. Wie gesagt, wir wollten ja jetzt eigentlich bloß unterwegs, um zu gucken, ob wir bestimmte Sachen finden. Haben wir nie gefunden. Ist ihm halt so. Wir warten jetzt bis zum 24. ab. Da wird ja alles resettet. Hallo. Ah, jetzt. Da wird ja alles resettet. Müsste eigentlich... Vielleicht haben wir ja dann Glück. Vielleicht finden wir ja dann für die Solaranlagen die Stelle. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Scheiß drauf. Ich scheiße drauf. Ich muss das nie haben. Wenn sie nicht wollen, dann wollen sie ihm halt nicht so. Kommt da ihm halt bloß eine Batteriekiste hin und dann ist es gut. Kann ja wohl nicht wahr sein, Alter. Bezahlt sie. Alter, wir haben jetzt über, also über 100.000 Chitons und alles umsonst. Alles Arsch. Da willst du ein bisschen, in der Apolypse reicht. Weißt du, willst du ein bisschen naturmäßig, besser werden und Spiel sagt nö. Kommt ja in eine Tüte. Du bist Villa Umwelt freundlich, mal nicht. Hört sich schwierig an. Es wird Nacht gezobt. Ja, also, das heißt, na okay, wir können wie gesagt Batteriebanken rinschmeißen, das würde auch gehen, wie gesagt. Aber da muss der dann nach einer Weile, ich weiß nicht, sag mal, laden die sich nach einer Weile von alleine Villa auf? Oder muss ich denn, wenn das ausgelutscht ist, neue rinschmeißen? Ich glaube, das letzte war. Aber ich kann mir vorstellen, wenn da 6 Batterien drin sind, dass das eine Weile dauert. Oder beziehungsweise, du kannst ja den Motor daran klemmen und dann hast du, dass das dann nie gespeichert wird. Dann hast du nämlich Strom, aber machst du keinen Lärm. Ich glaube, das ist gut so. So, also, wir müssen jetzt auf jeden Fall, denn in der nächsten Folge müssen wir, bei die Schrägen, die wir letztes Mal angebaut haben, erstmal muss das aufgewertet werden auf Stahl. Also wir brauchen nochmal Stahl. Wir müssen auch nochmal oben diese Platten ransetzen, weil teilweise haben wir neue Anne gemacht. Das ist aber nicht so schlimm, das machen wir noch. Ja, die Decke oben gittermäßig muss teilweise repariert und erneuert werden. Und dann eben halt auch Stahl, weil wie gesagt, das ist ja alles noch Holz. Ja, wie gesagt, wir haben noch 1-2 Sachen zu tun, also... Aktion Safe Base ist noch nicht abgeschlossen. Naja, wenigstens safe. Das kriegen wir hin.
friendly. Naja, für uns. Aber für Umwelt nicht. Das, glaube ich, kriegen wir nie hin. Jedenfalls nicht hundertprozentig. Naja, wer weiß. Vielleicht ist es ja Umweltöl, was wir benutzen. Ist ja eigentlich aus der Natur, ne? Wir geben das eben halt bloß die Natur eben halt will haben. Und das ein bisschen anders. Ja. So, das Gute ist, dass eben halt das ist der einzige Fleck, was bäumemäßig nicht so naturmäßig aussehen tut. So wächst die Natur nicht. Die ist nicht so strukturiert. Ja, und wie gesagt, also wir könnten, nachdem wir, also das muss ja erstmal eingeschmolzen werden, wir können ja dann schon mal anfangen, das Nachbarhaus abzureißen. Das könnten wir machen. Haben wir eine bessere Übersicht. Also rein theoretisch, wenn wir ganz hier, das ganz genau machen würden, müssten bei uns 4 Häuser weg. Der Würfel, der da ist, der gehört uns. Nur uns, keinen anderen. Und das umzäumen wir und dann machen wir hier Schussanlagen und vorne kommt ein Schild dran. Eintritt für keine Zombies oder so. Zombies sind unangewünscht. Unerwünscht, Mensch. Ist doch fast perfekt gewesen. Wie gesagt, Vorsicht landen. Wir wollen hier kein Weichei ranzüchten. Wer fressen will, der muss auch arbeiten. So. Gut, also. Ditter. Dem kommt das weg. Ich glaube, wie gesagt, das ist ja alt Holz, das können wir ruhig machen. Ich glaube, das könnte machbar sein. Wenn ich jetzt so überlege, ich gehe mal kurz rein. Jedenfalls die Außenwände, das ist alt Holz. Aber das ist kein Holz. Moins. Sag mal, wir waren doch hier letztes Mal schon drin. Was denn hier los? Warum sind denn die alle respawned? Die geht mir alle ein bisschen zu schnell hier. Freunde. Der leichten Unterhaltung. Hm, gut. Also, das muss, wie gesagt, halt weg. Das ist kein Problem. So, ne? Ich mach das mal so. Aber wie gesagt, wir müssen das erstmal hier in alt wegmachen. Und wir stehen genau drinnen. Das ist natürlich richtig gut. Also so müsst ihr immer abbauen, ne? Immer wenn ihr ein Haus abreißen tut, immer im Haus stehen. Das ist ein russisch Roulette. Mal anders. So, der kommt auch weg. Ist bestimmt gut für die Stabilisation. Wenn ich hier das alles wegreiße. Gut, ich würde mal sagen, in der nächsten Folge reißen wir das Haus hier ab. Das ist ein Schandfleck, das muss weg. Das muss weg. Also bis dann, ich bin dann erstmal raus. Tschüss.